Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du am schnellsten und am besten rechnest, wenn du bei der Deckungsbeitragsrechnung noch einen Zusatzauftrag reinbekommst. Und am Ende gibt es sogar eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Doch zuallererst musst du die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung verstanden haben. Falls du es noch nicht hast, Video unten in der Videobeschreibung. Und nun kommen wir aber zum Beispiel. Aber wichtig ist, in diesem Beispiel berücksichtige ich eben keine Auslastung, auch keine Kapazitätsgrenzen. Wichtig, falls du das suchst, das Video ist unten in der Videobeschreibung. Wir haben vorher schon das Betriebsergebnis für unsere zwei Produkte ausgerechnet, also wir produzieren Schlösser und auch Trommeln. Und da haben wir im Endeffekt 500 und 1200 Stück produzieren und auch verkaufen können. Und dann haben wir ganz normal anhand unseres Nettoverkaufserlöses und den variablen Kosten jeweils den Deckungsbeitrag je Stück ausgerechnet und haben das Ganze dann nochmal dann mal die verkauften und produzierten Stück gerechnet, haben den Deckungsbeitrag gesamt jeweils gehabt, zusammengerechnet minus die Fixkosten, dann hatte ich ein Betriebsergebnis. Und nun kommt so ein Typ um die Ecke und sagt, hey, was hältst du denn davon, wenn du mir noch 300 Stück deiner supergeilen Trommeln für einen günstigeren Preis draufballerst? Ne? Der kam um die Ecke und möchte das halt einfach. Was machen wir also? Es gibt jetzt zwei Varianten. Option 1 ist, du ballerst zwischen Trommel und Gesamt nochmal eine Spalte hin, machst den ganzen Blödsinn nochmal null durch auf dem Papier und brauchst ewig. Oder, wie es halt in der Prüfung auch ist, du hast keine Zeit, wie wenn Mutti nach Hause kommt und die Wohnung noch wie ein Schweinestall ausschaut, du hast keine Zeit, du musst dich beeilen. Du nimmst deine bisherige Kalkulation und schreibst hinten dran. Da schreibst du dann hin Zusatzauftrag, dann den Nettoverkaufserlös pro Stück. Der hat uns jetzt zum Beispiel 25 Euro pro Trommel angeboten, dass er ihn dafür kaufen würde. Die variablen Kosten sind ja immer noch 21 Euro. Und dann habe ich einen Deckungsbeitrag je Stück von 4 Euro. Das multipliziere ich die 4 Euro mal den Zusatzauftrag, die Anzahl, die 300 Stück, und dadurch komme ich auf 1200. Und nun rechne ich einfach mein vorheriges Betriebsergebnis plus meinen neuen Deckungsbeitrag gesamt. Und wenn ich dann einen höheren Betrag herausbekomme, als den ich vorher hatte, nehme ich den Auftrag an. In dem Beispiel 5050 Euro ist ganz klar größer als 3850. Auftrag angenommen, geile Sache. Und so kannst du, egal wie mehrstufig deine Deckungsbeitragsrechnung ist, immer einen Zusatzauftrag ganz einfach dazu kalkulieren. Bevor wir jetzt zur Übungsaufgabe weitergehen, möchte ich dich charmant daran erinnern, hast du denn das Video schon geliked? Es ist wirklich nur ein kleiner Klick und unterstützt mich unfassbar riesig. Danke dir. Und hier ist jetzt die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier's doch mal selbstständig, halt das Video an und rechne mal, ob sich dieser Zusatzauftrag lohnen würde oder eben nicht. Naja, hier sehen wir jetzt halt schon, wir würden hier leider 88 Euro sozusagen Deckungsbeitrag gesamt negativ machen. Bedeutet, unser Betriebsergebnis wäre geringer. Und logischerweise, nein, wir nehmen den Auftrag nicht an.